Euer Majestät, ich bin Lord Marcus und dies ist Lady Alandra. Wir danken euch, dass ihr uns zu euch gerufen habt. Wir sind stolz darauf, in euren Diensten zu stehen. Wir möchten euch auf ein Problem aufmerksam machen. Wählt einen von uns, um sich dieses Problems anzunehmen, sobald ihr meinen Bericht vernommen habt. Banditen überfallen die Händler in unserem Königreich. Aha. Ihr werdet diese Karte wiedererkennen. Sie zeigt die königliche Stadt in Westholm, unsere Heimat. Wir haben Berichte erhalten, wonach Banditen die Händlerkarren auf der südlichen Handelsroute überfallen. Lady Alandra und ich schlagen deshalb vor, dass einer von uns beiden an dieser Stelle eine Siedlung in der Nähe der Handelsroute errichtet. Eine Siedlung dort wird die Händler schützen und die Banditen in Schach halten. Schickt mich, Majestät. Ich werde diese Gesetzlosen ihrer gerechten Strafe zuführen. Ich wusste gar nicht, dass es sogar Story hier gibt im Spiel. So, wir können uns jetzt einen von den beiden aussuchen, oder wie ist das jetzt? Euer Majestät, Marcus ist jung und mutig, gewiss. Doch in diesem Fall solltet ihr lieber auf meine Erfahrung vertrauen. Ja, also wenn ich spiele, dann spiele ich gerne mit Frauen, ne? Wir müssen eine Stadt nahe der Handelsstraße errichten. Das hält die Banditen zurück und macht den Handel. Schere? Da sind Druckfehler. Ach, sicherer steht da. Ja, wie gesagt, die Schrift, die ist echt, oh. Es ist zu klein und zweitens durch den Hintergrund schwer lesbar. So, warten wir mal ein bisschen. Ich habe mich übrigens entschieden, ich mache da ein Let's Play draus, wo ich dann zwischendurch mal hin und her switche. Da wenn ich jetzt Doppel-Let's Play draus machen würde, dann würde ich wieder total, würde ich wieder gar nicht hinterherkommen. Deswegen mache ich da ein Let's Play draus, wo ich dann immer mal hin und her switche. Mal zur Kampagne, mal zum Freien Bauen. Zum Freien Bauen, da gehen wir mal zwischendurch mal rein. Ich werde mehr das die Kampagne spielen. Naja. Willkommen bei Die Siedler. Ich habe mir erlaubt, unsere Mission vorzubereiten. Bitte drück die hervorgehobene Schaltfläche, um fortzufahren. Oh, sieht schon besser aus. Also hier sieht das schon auf jeden Fall besser aus als beim freien Bauen. Die Übersichtskarte rechts zeigt das ganze Missionsgebiet. Die Grenzen der Territorien sind als farbige Linien eingezeichnet. Ihr könnt auf die Übersichtskarte klicken, um die Kamera an eine andere Stelle zu bewegen. Zoomt heraus, indem ihr das Mausrad rollt. Drückt den mittleren, um die Kamera zu bewegen. Ich erwarte euch auf dem Marktplatz der königlichen Stadt Westholm, die sich östlich von euch befindet. Hier bin ich. Sehr gut. Lasst uns fortfahren. Um mir Befehle zu erteilen, müsst ihr mich zuerst anwählen. Bewegt den Mauszeiger auf mich und drückt die linke Maustaste. Warte, ich hab's gleich. Gleich hab ich's. Boah, ist das schwer, Mann. Verdammt, das ist so. Oh, ja. Ihr könnt mir einen Marschbefehl erteilen, indem ihr an die Stelle rechts klickt, an die ich mich bewegen soll. Versucht es und ich werde unverzüglich aufbrechen. Okay. Bewegt den Ritter durch rechts. Ach, durch rechts. Ganz wie ihr wollt, das war leicht, nicht wahr? Als nächstes begeben wir uns zu Lord Marcus. Er befindet sich in der Nähe des Südtors von Westholm. Alter, Mädel. Bist du schnell für mich? Hä, wo sind die jetzt? Boah, die Kamera! Mach mal hin. Seid gegrüßt, oh. Lady Alandra. Ich wünschte, ich könnte mit euch kommen, um es diesen Banditen mit gleicher Münze heimzuzahlen. Ihr müsst eine neue Siedlung errichten und so dieses Gebiet sichern.
Die Banditen haben in den letzten Monaten etliche Händler überfallen. Es gibt hier eine alte Burg, die wir als Basis verwenden können. Ihr findet sie, wenn ihr diese Straße nach Süden nehmt und dann dem Pfad nach Westen folgt. Ich glaube, ich hätte mich früher für die Kampagne entscheiden sollen, statt fürs Freibauen. Das ist doch ein bisschen, da wird es nämlich wenigstens erklärt, das ist schon mal gut. Was mit dem Typen? Ach so, sie soll dahin. Auf euren Befehl. Alles klar. Was ist das für einer? Gut, dass ihr von unserer Majestät geschickt. Sieht aus wie ein Clown. Die alte Burg liegt westlich von hier. Folgt einfach dem Pfad. Jawohl. Dann warten wir mal auf unsere Lady. Ah, und da, wo sie hinläuft, da wird dann die Gegend freigestellt. Ah, interessant. Ach, Steinbruch. Leck mich doch. Hier. Wählt den Marktplatz durch einen Klick mit der linken Maustaste an. Ei. Wählt den Marktplatz. Ach, link. Ach, dies rechts ist der links, Marktplatz. Ne? Eure Siedler kommen entweder hierher, um zu feiern, oder um euch zu zeigen, dass sie unzufrieden sind. Wählt nun die Burg an. Burg? Da oben. Ich bin immer noch am Überlegen, kurz will ich ja nochmal sagen, ich bin immer noch am Überlegen, wie ich das jetzt mache, ob ich jetzt einmal ein Let's Play freies Bauen mache, nur da werden dann halt, glaube ich, nicht so viele Folgen von erscheinen, aber einmal so neben Projekt freies Bauen und einmal halt die Kampagne, ich glaube, das mache ich doch so, da werde ich von der letzten Folge die erste Filmsequenz hier mit in dieser Folge reinschneiden, dann ist sie halt, als die letzte Folge halt ein bisschen kürzer, dann werde ich, glaube ich, Doppelfolgen hochladen. So, was soll ich jetzt? Ach ja. Sofort. Ei. Dies ist unsere Burg, in der unser Gold gelagert wird. Ihr werdet ja sehen, wie ich das mache. Wird am oberen Bildschirmrand neben dem Ruf der Stadt angezeigt. Wählt nun das Lagerhaus an. Hä? Was ist ein Lagerhaus? Lager? Ach so. Ha, okay. Dies ist unser Lagerhaus, in dem wir Rohstoffe aufbewahren. Die vorhandenen Rohstoffe werden am oberen Bildschirmrand angezeigt. Befehl verstanden. Der Ruf unserer Stadt wird am oberen Bildschirmrand angezeigt. Derzeit ist er sehr niedrig, aber wenn unsere Stadt wächst, wird auch ihr Ruf sich verbessern. Ja. Warten wir mal ab. Das Menü Stadtinformationen auf, was trinken. Indem ihr die hervorgehobene Schaltfläche am oberen Bildschirmrand anwählt. Das Menü Stadtinformationen zeigt die Anzahl der Siedler, Ehefrauen und Soldaten in eurer Stadt an. Wenn ihr abermals auf die Schaltfläche klickt, schließt ihr das Menü wieder. Öffnet die Goldübersicht an. Die Goldübersicht zeigt die monatlichen Steuern und den Sold eurer Truppen. Später könnt ihr diese Werte einstellen. Schließt dieses Menü, indem ihr aber öffnet die Rohstoff. Die Rohstoffübersicht zeigt alle Rohstoffe im Lagerhaus an. Holz und Stein, die zum Bauen benötigt werden, werden immer neben der Schaltfläche angezeigt. Ihr könnt das Menü schließen, indem ihr abermals beginnen wir damit, unsere Siedlung zu errichten. Das Baumenü befindet sich am rechten Bildschirmrand. Sehr gut. Als erstes, wir sollten an einer günstigen Stelle eine Holzfällerhütte errichten. Die Fläche bei den Bäumen östlich des Marktplatzes wäre ideal. Neue Siedler kommen aus dem Lagerhaus. Der Holzfäller ist unterwegs, um sein neues Gebäude zu errichten. Ihr könnt zusehen, wie er es baut und danach die Arbeit aufnimmt. Ich glaube, freies Bauen ist echt was für Profis. Ich glaube, freies Bauen sollte man erst machen, wenn man die Kampagne irgendwie durch hat oder so. Das wusste ich vorher nicht. Aber wie gesagt, entweder mache ich halt ein Nebenprojekt oder wir werden halt nach diesem Let's Play hier, werden wir dann in einem freien Bauen weitermachen. Ich glaube so, das wäre irgendwie sinnvoller, weil sonst komme ich am freien Bauen nicht immer weiter. Sonst komme ich am freien Bau halt nicht weiter. Wäre es, glaube ich, sinnvoller, wenn ich erst die Kampagne mache und dann irgendwann später vielleicht eventuell noch das freie Bauen machen, ne? Aber ich glaube, das werde ich erst so machen. Ist, glaube ich, sinnvoller. Arbeit macht Siedler hungrig, auch unseren Holzfäller. Damit die Siedler Nahrung erhalten, müssen wir eine Jägerhütte nahe des Wildes bauen, das westlich des Marktplatzes lebt.
Die habe ich irgendwo gesehen. Ah ja, hier. Ha. Unsere Siedler essen kein rohes Fleisch. Wir müssen eine Metzgerei in der Nähe des Marktplatzes errichten, um Wurst herzustellen. Sehr gut. Die grundlegenden Gebäude sind nun errichtet. Der Jäger wird das Wild erlegen und den gewonnenen Rohstoff ans Lagerhaus liefern. Der Metzger holt das Tierfleisch aus dem Lagerhaus und verarbeitet es in seiner Metzgerei zu Wurst. Die Wurst wird anschließend im Regal vor seinem Haus gelagert. Können wir beobachten, ob die jetzt gleich abknallt oder was er mit den Tieren macht. Ich hoffe, die Tiere poppen auch, weil sonst geht's immer leer. Oh ja. Ha. Krass. Alles klar. Hungrige Siedler gehen zu einem Nahrungsmittelerzeuger wie dem Metzger, um dort etwas zu essen zu bekommen. Gibt es keine Nahrung, streiken die Siedler auf dem Marktplatz, wodurch der Ruf der Stadt leidet. Exzellent! Wie ihr wisst, erscheinen neue Siedler, sobald Gebäude errichtet werden. Dies gilt auch, wenn ein schon vorhandenes Gebäude ausgebaut wird. Wählt eine Holzfällerhütte an und drückt die Schaltfläche für Ausbauen direkt über dem Gebäude. Wo habe ich die Holz? Ach, hier da hinten. Das kennen wir ja schon. Haben wir ja schon ein paar Mal gemacht. Ein neuer Siedler kommt aus dem Lagerhaus, baut das Gebäude aus und nimmt dort anschließend seine Arbeit auf. Folgen wir ihm, bis das Gebäude ausgebaut wurde. Oh. Dem hier möchte ich folgen, so. Rohstoffgebäude können ihre Rohstoffe nun mit einem Handkarren schneller transportieren. Produktionsgebäude wie die Metzgerei produzieren schneller, wenn dort mehrere Leute arbeiten. Wir haben nun alle Grundlagen für unsere Siedlung gelegt. Doch bevor wir weitermachen, müssen wir genug Nahrung produzieren. Alles klar. Öffnet die Nahrungsübersicht am oberen Bildschirmrand. Indem ihr die hervorgehobene die Nahrungsübersicht zeigt die Menge der Nahrungsrohstoffe in eurem Lagerhaus sowie die Menge der Nahrungsgüter in euren Stadtgebäuden an. So könnt ihr sehen, ob ihr genügend Rohstoffe abbaut und genug Nahrung herstellt. Schließt die Übersicht, indem ihr wir sollten weitere Jägerhütten und Metzgereien bauen, um genug Würste herzustellen. Bewegt den Mauszeiger über eine Metzgerei, um zu sehen, wie viele Würste dort verfügbar sind. Lass mal ausbauen, das ist auch einfacher als ein, ja gut. Wir haben gerade 0 von, also wir haben 0. Jetzt haben wir einen. Eine Wurst haben wir verfügbar. Oh. Produziere Wurst. Machen wir ja gerade. Sollen wir jetzt, okay. Also wir sollen jetzt 3 Würste produzieren. Wahrscheinlich jetzt so insgesamt 3. Das müssen also 3 von 3 stehen und das wird schwer.
Wir haben nicht mehr viel Holz, sehe ich gerade. Scheißegal, ich wollte aber noch eine Holzfederhütte. Auch wenn ich jetzt hier vorarbeiten sollte. Man könnte da auch mehr als nur Würste draus machen eigentlich. Aber gut. Was die Siedler mögen, ne? Wenn es Wurst sein soll, dann soll es Wurst sein. So, gleich haben wir die drei. Kampagne macht doch ein bisschen mehr Spaß als freies Bauen, muss ich zugeben. Freies Bauen machen wir auf jeden Fall nach der Kampagne weiter. Also wenn ich die Kampagne irgendwie durch habe oder was auch immer. Wenn man es überhaupt durchspielen kann. Dann machen wir das freie Bauen weiter. Also erstmal, ich glaube, es lohnt sich mehr, wenn ich die Kampagne mache, auch fürs Let's Play. Als wenn ich jetzt hier nur irgendwie doof rumhänge. Rumhänge und mich aufrege, weil ich keinen Stein habe. Muss ich da jetzt 3 von 3 stehen haben, damit ich das geschafft habe, oder was? Jetzt kriegen sie doch nie auf der Reihe. Unsere Siedler sammeln Holz und produzieren Nahrung. Die Grundlagen sind gelegt. Jetzt können wir dafür sorgen, die Siedlung vor Banditen zu schützen. Der nächste Schritt besteht darin, meine Beförderung vorzubereiten. Öffnet die Titelübersicht, indem ihr die hervor... Die Titelübersicht zeigt die Bedingungen an, die erfüllt sein müssen, um einem Ritter einen höheren Titel zu verleihen. Ah, okay. Ihr könnt das Menü schließen, indem ihr abermals die Schaltfläche anwählt. Nächstes Bedürfnis. Nächste Rechte, aber keine. Voraussetzung. Das haben wir. Das hier brauchen wir also. Was ist das hier? Ich kenne das gerade nicht. Burg ausbauen. Ah, wir müssen also auch noch einmal die Burg ausbauen, damit sie befördert werden kann. Also verstehe ich das jetzt gerade. Hier müssen wir halt diese... Lady Alandra. Möchtet ihr etwas niederreißen? Dann wählt das Gebäude den Pfad oder die Mauer, die ihr entfernen wollt. Die Siedler erledigen dann den Rest für euch. Alandra, ich schicke euch eine Fuhre Stein, um damit eure Burg auszubauen. Die Banditen. Alandra, ich bringe schlechte Nachrichten. Banditen blockieren unsere Steinlieferung. Nun ist es an euch. Nehmt Territorien ein und baut dort Steinvorkommen ab. Helft dabei, die Siedler zu schützen. Um Stein abzubauen, benötigen wir einen Steinbruch. Ein solcher befindet sich im Territorium Westwood Curve. Bitte schickt mich rasch dorthin. Ja, nur sie kann uns, glaube ich, helfen, damit wir dort auch was sehen. Auf euren Befehl. Also Rauch verschwindet halt nicht durch die Ritter. Das ist gut zu wissen. Siehst du, jetzt verschwindet es hier schon. Ja, ist gut zu wissen. Hätte ich vorher vielleicht wissen sollen. Banditenlager. Nicht aufgeben! Mach die fertig! Die Schweine! Oh oh. Willst du das überleben oder willst du das nicht überleben? Nee, Alex, verschwinde. Heilige Scheiße, verschwinde! Sofort! Alter, das wird sie nicht überleben, Mann. Befehl verstanden. Sofort! Boah, heiliger. Was? Das bleibt aber gar nicht, ja? Das ist nicht doof. Alter Schwede.
sind überall bei... Ach, nee, die sind ja ganz in der Nähe, Alter. Ist ja super. Steinbruch. Ah, da sind das... Ach nee, das ist die Stadt. Meine Fresse. Okay. Alles klar. Warum wird mir das da unten gerade angezeigt, wenn das doch hier oben ist? Um Zugang zum Steinbruch zu erhalten, müssen wir dieses Territorium erobern. Bitte wählt die Schaltfläche Außenposten an und platziert den Außenposten im Territorium, um es einzunehmen. Bauen wir hier so. Ein Arbeiter wird sich vom Lagerhaus aus auf den Weg machen und den Außenposten. Uiuiui. Also letztlich auch wieder auf. Abgeschlossen ist, gehört das Territorium uns. Alles klar. Ich werde das bauen. Den Bauern macht Spaß. Ja, das ist schon direkt hier. Steine sind da, dann ist das alle. Also die Dinger gehen auch alle. Das ist gut zu wissen. Ja, natürlich, im echten Leben würde es auch alle gehen, nur ich weiß ja nicht, ob das... Naja, das Spiel hätte ja auch unrealistisch sein können. Ihr wisst schon. Gut. Und ich glaube, ab hier beende ich mal die Folge und ab der nächsten Folge geht's weiter. Ciao.